So, hallo, hier ist der Walter und ich spreche hier für Wrestling Talk Radio. Und nicht vergessen, die Matte ist heilig. Herzlich willkommen bei Give Me Five für den Monat Mai. Ihr merkt es vielleicht, ich bin nicht der Willi, denn der konnte heute leider nicht. Daher müsst ihr mit mir, dem Jan, vorlieb nehmen als Host von Give Me Five. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, doch habe ich auf jeden Fall schon mal gemacht, weil irgendwann habe ich es mal mit, ich weiß gar nicht, war sogar mit Nicole zu zweit nur gemacht. Mhm. Hallo Nicole erstmal. Gut. Da fahren wir gleich rein. musstet ihr mich auch schon mal in der Führungsposition hier ertragen. Ja, weil der Willi nicht kann, haben wir uns gedacht, nehmen wir jemanden, der knapp neben Willi wohnt. Guten Abend an den Chef des Multiversums. Wäre das dann der Gott des Multiversums? Ich weiß es nicht. Das schwarze Loch, die große Gravitationskugel, um die sich alles dreht. Guten Abend, Matze. Ja, moin. Ihr redet weiter, du. Ich mach immer weiter. Ich habe hier ein Grinsen von hier nach dort. Also ich zeig das, ne? Aber ja, passt. Dankeschön. Mein Debüt bei Give Me Five, zumindest im rein monatlichen Rückblicksprinzip. Kann man mal machen. Ist nur noch ein Format bei uns, was ich noch nicht versaut habe. Ja, naja, dann wurde es ja auch mal Zeit, lang genug läuft's. Da können wir auch mal dafür sorgen, dass das denn keiner mehr hören möchte. Das ist richtig. Ja, ich weiß gar nicht, muss ich nochmal erklären, wie bei uns das hier läuft. Ich mache sicherheitshalber, vielleicht hört ja wegen Matze jemand das jetzt zum ersten Mal. Give Me Five ist unser Monatsrückblick, normalerweise Stammbesetzung Willi, Nicole und ich. Immer die Top 5 von jedem plus die Gurke, was bei uns sozusagen vergleichbar in Hollywood mit der Himbeere, nur dass wir die halt nicht jährlich auszeichnen, sondern monatlich. Wir fangen immer am unteren Ende an. Und weil Matze zum ersten Mal da ist, darf er anfangen. Und in der ersten Runde kannst du direkt Platz 5 und 4 hintereinander nennen. Dann mache ich das sehr gerne und habe sowohl ein Männlein als auch ein Weiblein auf 5 und auf 4. Auf 5 habe ich Ginny von Progress, die es jetzt im Mai geschafft hat, endlich ihren, ja, eigentlich seitdem die Einführung des Gürtels damals mit Pollyanna im Finale gegen Ginny war, versucht hat, dem Gürtel hinterherzulaufen, hat es aber bisher nicht geschafft und hat es jetzt aber im Mai dann endlich gepackt, natürlich auch mit Hilfe ihres neuen Stables, dann Toni Storm zu entthronen und ist neue Progress Damen Championess, was für mich reicht, für Ginny den 5. Platz zu vergeben. Absolut verdient, dazu halt auch gleichzeitig noch die Berufung in den WWE Kader, einen ähnlichen Vertrag wie Pete Dunne, Tyler Bate und auch sowas, denke ich, darf in so eine Wertung mit einbeziehen, bezogen werden, wie auch immer. Deswegen Ginny auf meinem 5. Platz. Und auf 4 nehme ich Mr. Monday Night Rollins. Einfach Seth Rollins liefert ab wie kaum ein zweiter aktuell im WWE-Kader oder eigentlich, wie kein zweiter. Da ist einfach keiner bei, der auf dem Level performt, auf dem aktuell sich Seth Rollins befindet. Und deswegen muss Seth Rollins genannt werden als IC-Champion. The Miz hat es vorgelegt. Es ist wieder der Workhorse-Titel und jetzt hat ihn Rollins. Das passt wunderbar. Dementsprechend Seth Rollins auf 4. Erklärung eigentlich unnötig, weil er einer der wenigen ist, die aktuell wirklich ein Produkt abliefern. Waren tolle Matches, Promos sind gut, passt. Ist ein sehr, sehr rundes, sehr, sehr runder Charakter und macht unheimlich Spaß zuzugucken. Also Rollins auf 4. So. Dann mache ich mal weiter. Matze hat mehr oder weniger meinen Platz 4 auch schon genannt. Allerdings habe ich The Miz noch mit da drin. Als Begründung halt ihr Match vom Backlash, wo ich eigentlich vorher nicht erwarte, es eigentlich ausgeschlossen habe, dass The Miz überhaupt eine Chance hat, das Ding zu gewinnen und zwischendurch während des Matches in Zweifel manchmal gekommen bin. Hervorragendes Match. Dafür habe ich gedacht, ach, kann man die beiden mal nominieren, wie gesagt, Platz 4 bei mir, weil es Matze gerade gesagt hat. Machen wir mal Platz 5 noch. Geht auch ganz schnell, sind auch wieder zwei Nominierungen. Einmal The Kingdom und einmal der Bullet Club, in dem Fall die Ausführung Marty Scurll und die Young Bucks, die nämlich jeweils Six-Man-Tag-Team-Titel gewonnen haben.
Kingdom, bestehend aus Matt Taven, TKO Ryan und Benny Massaglia. den ich immer nicht aussprechen kann. Die Ring of Honor Version und Skrull und die Young Bucks haben die New Japan Version gewonnen. Ja, dafür kriegen die Platz 5. Wie gesagt, Platz 4 Seth Rollins und The Miz. Und Nicole, was ist denn bei dir 5 von 4? Die Nummer 5 habe ich eine Fehde bei Impact Wrestling. Ja, ich denke mal, Matze gefällt das auch. Rosemary gegen Su Jung. Wunderbar. Also gab auch ein schönes Match, beziehungsweise es sollte eins werden, aber endete im No Contest. Das war jetzt auch Anfang Mai. Und da hat Su Jung halt mit Hilfe ihrer Undead Prides ja, Rosemary eigentlich fertig gemacht und sie ein bisschen in den Sarg gesteckt. Und Ellie hatte halt auch noch ein bisschen mit eingegriffen und wollte ihrer Freundin Rosemary helfen. Und das ist eine Fehde so, ja, wo Ellie auch mit eingespannt wird. Und ja, bis jetzt habe ich nur bis dahin gesehen, weiß aber, dass Su Jung den Titel hat. Da bin ich aber leider noch nicht. Die Zeit fehlt mir da. Also ich Ja, hänge wir da hatten noch noch ein drüber bisschen zurück. spekuliert, Ja, Nicole, ne? Bei also. beim Review letztes Mal, ob sie jetzt ein Stable bekommt, weil es zum Gimmick passt. Und zack, 2 Wochen später oder so hat sie ein Stable. Übrigens genauso wie Eddie Kingston. Ja, das Wie stimmt. Das war gut, ich habe mich so auch gefreut. witzig. Stimmt. Voll Musste ich auch geil, dran denken. ey. Weißt du, ich mache Spekulatius in zwei Fällen während des Reviews und beide treffen ein. Voll gut. Ja, also Rosemary und Su Jung, das war klar. Also das passt ja wie Faust aufs Auge, wenn man da nichts gemacht hätte. Wäre man ja verrückt und man macht das, was man bis jetzt, was ich gesehen habe, macht man da sehr gut. Ja, deswegen Platz 5, das Singles-Match war, glaube ich, dritte, fünfte. Ist auf Platz 5. Und Platz 4, ja, kommt jetzt ein bisschen was von Best of the Super Junior. Da habe ich halt ein paar Sachen gesehen. Und zwar auch sehr witzig, jemand aus Impact Wrestling, der rüber ist zu New Japan. Für mich natürlich auch eine große Überraschung. Taichi Ishimori besiegt nochmal als Überraschung Will Ospreay beim Best of the Super Junior und war ein saustarkes Match. Und ja, Ishimori jetzt halt beim Bullet Club. Und wie er eingeführt worden ist, halt als Bone Soldier. Ich habe nichts mitgekriegt, als ich es gesehen habe, war ich baff total und habe nur gedacht, okay, macht doch Spaß, wenn man halt nicht so viel weiß und man wird dann halt mal wirklich ungespoilert halt überrascht, weil jemand zurückkommt aus einer ganz anderen Liga halt. Wie gesagt, da ich ja auch ein bisschen viel Impact gucke, habe ich es nicht geschnallt, dass Ishimori derjenige sein wird, der als Bone Soldier bei New Japan ja, jetzt sein Unwesen treibt. Deswegen Ja. Platz 4. Und Damit trotzdem hat. bei Slammiversary auftauchen wird. Ja, also anscheinend Impact, New Japan und weiß ich nicht, fangen jetzt auch an, doch irgendwie. Alle arbeiten zusammen. Jericho, Impact, Lucha, New ja. Japan. Vielleicht ist Jericho sogar eine Art Bindeglied da, um bestimmte Sachen voranzutreiben. Aber ich glaube, Bound for Glory 2018 wird mega interessant. Das, ja, Was da es noch ist kommen kann. verrückt halt, weil mir ja auch alles gefällt. Mir gefällt der Lucha, mir gefällt der Impact, mir gefällt der New Japan und auf einmal sehe ich da alles irgendwie zusammenschmilzen oder einer wechselt. Und Jericho Oder darf aber alles. auch, ja, und Jericho darf alles ungefähr. Und WWE, Ishimori. Impact, sein Schiff, Ring of Honor, New Japan, alles völlig wurscht. Ich bin Chris Wurscht. Jericho. Hauptsache nur nicht da, wo er anscheinend Voll gut, ey. ja, von jemandem gehabt werden will. Und er geht wohl nicht zurück, wie ich denke mal, er hat seinen Spaß und dann ist er auch gut. Ja, Gerücht sagt nach wie vor SummerSlam, ne? Aber ich weiß nicht, ob das inzwischen nur noch ein Gerücht ist. Also. Ja, also jetzt noch mit Impact Wrestling vor einem Boot. Ist schon, also den Schedule Weiß müsste ich man nicht, ob man zwar. ihm da irgendwie dann noch was anbieten will, wenn er so und Ja. so überall präsent ist. Ja, Ist gut. schon cool.
Ja. Und Bone Soldier war mir auch irgendwie klar, dass es nicht Captain New Japan ist, aber mit Ishimori habe ich auch nicht gerechnet. Der kam völlig out of nowhere. Er hatte zwar Ja. kurz vorher bei Noah dann gekündigt und es war irgendwie offensichtlich, dass er woanders hingeht, aber ich dachte halt, er zieht nach Amerika, ne? Und bleibt, also nicht, dass er in Japan bleibt, zwangsläufig. Die Ja, vor allen Grüße Dingen finde ich es halt interessant, bei Impact halt voll Face, ne? Und auch mit einem ganz anderen Stil in dem Sinne bei der X-Division und haut dann hier mit Osprey als Heel geiles Match raus, also durfte ihn auch dann noch schön erstmal besiegen. Ja, gut, besseren Einstand konnte man nicht haben. Ja. Deswegen die Nummer 4. Bei Ichimori waren ja eigentlich die Gerüchte auch sehr, sehr deutlich, dass es Richtung WWE gehen soll. Aber ja, hat er sich dann doch nicht für entschieden. Was ich ehrlich gesagt erst bei Super Juniors festgestellt habe, dass der ja doch relativ klein ist. Das ist mir bei dem Segment, wo er offiziell, sag ich mal, debütiert ist als Bone Soldier, gar nicht so aufgefallen, aber beim Super Juniors haben sie ja dann nochmal so ein bisschen die Werte von allen und 1,63, da habe ich gedacht, oh, das wäre selbst für WWE-Verhältnis echt klein. Kalisto. Ja. Naja, aber ich glaube, bei New Japan, da kriegt er auch ordentlich zu tun und Ja, das passt schon. da ist jedes Gesicht für die Junior Division durchaus ganz gut. WWE hat ja auch genug, da Ja, und haben sie ja jetzt WWE auch. ist ja nicht vom Tisch, deswegen ist Nee. halt nur eine Frage der Zeit. Also ist dann erst wieder ein bisschen aufgeschoben, nicht aufgehoben, ne? Also. Aber da passieren ja auch im Moment so Sachen, wo Leute auf einmal bei 205 Live debütieren werden, bei denen ich vor 2 Monaten noch der festen Meinung war, dass die schon entlassen worden waren. Also, naja. Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Ist eigentlich auch nicht so. Sondern gucken wir mal ins WTR-Multiversum. Was eigentlich die letzten 4 Wochen jeweils der Wrestler der Woche geworden ist. Übrigens, wer da mal nachgucken möchte, wer Wrestler der Woche gewesen ist, kann das auch gerne auf unserer Webseite machen. Wrestling-talk.de. Da gibt es den Unterpunkt Wall of Fame. Da kann man sich das auch alles nachgucken. Und wir fangen an bei Kalenderwoche 18, wo wir Seth Rollins haben. Ich bin mir gerade nicht sicher, was genau in der Kalenderwoche war. Das IC-Titel-Match dürfte es noch nicht gewesen sein. Das war, glaube ich, erst später. Aber ja, dann wird wahrscheinlich Rollins wieder irgendein schönes Match gehabt haben. Das Übliche. Dann, ja, das Übliche. Ebenfalls wahrscheinlich ein sehr gutes Match gehabt haben dürfte in Kalenderwoche 19 Zack Sabre Jr. Der da gewonnen hat. Da rede ich gleich noch drüber. Und wenn ich mir hier das Bild angucke, könnte es was mit Progress zu tun haben? Gut. Ebenfalls keine Ahnung, was passiert ist in Kalenderwoche 20. Marius Al-Ani. Hat den WXW Mitteldeutschland Cup gewonnen. Okay. Und in Kalender 21 und damit das Aktuellste, was auch auf der Wall of Fame zu finden ist, ist Kimberly, die irgendeinen Titel gewonnen hat. AAW. Ach ja, stimmt, das habe ich Damentitel. sogar gelesen irgend in den Ergebnissen. Ja, dass die Wrestler der Woche beziehungsweise Superstars of the Week, wie es ja so schön im Englischen heißt. Und dann machen wir weiter mit Platz 3. Diesmal fange ich mal an, mache es relativ kurz. Cruiserweight-Titel-Match zwischen Cedric Alexander und Buddy Murphy. Hervorragendes Match, dafür kriegen beide Platz 3 bei mir. Nicole. Oh, erwischt. Ich habe auch einen geteilten Platz 3, nämlich das Match, was du eben schon genannt hast. Weil ja die, sage ich mal, die Meinungen im Internet sehr, 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 sehr hoch waren. Und Buddy Murphy fand ich eigentlich schon immer sehr gut. Und ja, freue mich auch, dass man ihn anscheinend wieder aus irgendeiner Kiste rausgeholt hat und gesagt hat, okay, du darfst jetzt wieder mitmachen.
Und als zweites habe ich noch mal was aus dem Best of Super Junior. Dragon Lee gegen Sho. Fantastisches Match. Also Dragon Lee ist für mich auch einer, der absolut abliefert. Und gegen Sho muss ich sagen, den mag ich jetzt auch eigentlich relativ sehr gerne. Und ich finde das ganz gut, dass man da beide ein bisschen trennt. Der Froschwalm halt. Ja, und deswegen Dragon Lee und Sho für ihr Supermatch auf Platz 3. Ja, Herr Schwarz, dann sind Sie dran. Ich hätte theoretisch auch einen geteilten dritten Platz, aber da der aufgrund der Stipulation schon geteilt ist, habe ich ihn nicht nochmal geteilt. Aber ich möchte es trotzdem erwähnen, Danny Burch und Oney Lorcan haben einen großartigen Monat Oh ja. mit der Belohnung dessen, dass sie beim Takeover das Tag-Team-Titelmatch bekommen, worüber ich mich einfach nur tierisch freue. Martin Stone, einer meiner Euro-Leute, die ich halt einfach immer irgendwie gerne sehe, nicht unbedingt zu den Lieblingen zähle, sondern einfach so ein Typ, der immer abliefert. Ja, so ein Workhorse, so ein Typ, der irgendwie ein bisschen durch ist, auch nicht der netteste unbedingt, aber der im Ring einfach abliefert. Und dagegen jemand, den ich unheimlich gerne mag, nämlich der ehemalige Biff Busick, Oney Lorcan, kriegt sein erstes richtiges Titelmatch und Showcase bei Takeover. Deswegen wollte ich die eigentlich nehmen. Das Problem ist aber, dass Tommaso Ciampa und Johnny Gargano einfach gerade die Hütte abreißen bei NXT. Und deswegen nenne ich Burch und Lorcan bloß, damit sie hier irgendwie mit drin sind. Vielleicht macht ihr es auch noch, weiß ich nicht. Hoffentlich nehme ich euch jetzt nichts weg. Aber Ciampa und Gargano gerade bei NXT, so eine großartige Fehde. Das ist Wrestling, ja. Natürlich ist es irgendwie immer so, wo du sagst, ja, übertrieben und warum muss jetzt der den attackieren und hier fallen Worte, die eigentlich völlig, völlig Quatsch sind und es ist zu erwarten, dass das und das passiert und auch, dass jetzt als nächstes das passiert. Das ist völlig egal. Das ist eine Blaupause für so muss eine Wrestling-Fehde aussehen und ich finde es wunderbar, dass es funktioniert. Ich finde es wunderbar, dass die beiden Leute die Zeit und die Chance dafür bekommen. Sie reißen ab. Und ich freue mich tierisch auf Takeover, wenn sie wieder im Main Event wahrscheinlich stehen und wieder ein geiles Match abliefern werden. Deswegen Tommaso Ciampa und Johnny Gargano auf Platz 3 bei mir. Erinnert aber auch ein bisschen sehr, jetzt sage ich mal, bei Impact, ne? Also Eddie Edwards und Ja. Callahan, das sind so zwei komischerweise großartige Fäden, die schon etwas länger gehen und auch in, ja, lange gehen, wo man auch Und drüber spricht. bei beiden auch Irgendwie das ist es Prinzip geil. ist, je persönlicher es wird, desto besser wird es, ne? Je mehr reale Gegebenheiten, wie auch immer man das nennen möchte, du in eine Fehde einbeziehst, desto besser wird das. Bedien dich an dem, was du hast. Arbeite mit dem, was du hast. Ja? In dem Fall halt diese Freundschaft jeweils der beiden, also in dem Fall vier, wenn du jetzt Eddie und Callahan mit auf Impact-Seite dazuziehst. Da sind halt jeweils zwei Gruppen von Männern, die sich unheimlich gut verstehen, Respekt voneinander haben, befreundet sind. Und genau das packst du in einen Wrestling-Ring und dann kommt was Gutes bei raus. Und Ja, beide das ist Blaupause Wrestling. mit den Ehefrauen noch mit dabei. Also es ist Ja. alles Blaupause, passt auf Impact wie bei NXT. Ja, und es Und ist so beides simpel, läuft ne? super gut, ja. Es ist so simpel, wo du, natürlich hast du manchmal so ein bisschen Cringe-Elemente mit drin, wo du sagst, boah, muss das jetzt sein? Das ist doch eigentlich, ich meine, wir wissen es doch besser, ja? Als Zuschauer weißt du es doch besser inzwischen, weil du Informationen hast noch und nöcher. Und dass dann ein Gargano nicht rausgeworfen wird bei NXT oder hast du nicht gesehen. Du weißt es ja besser, ja? Aber trotzdem, es macht unheimlich Spaß, ja? Mach den Kopf aus. Vergiss dieses Element, dass du weißt, dass Gargano irgendwann wiederkommen wird und dann, dass dieses Match entstehen wird, was ja 50 Stunden zurückliegt, ne? Was ja Teil dieser Geschichte ist. Einfach dieses Element vergessen, also drüber hinwegblenden. Bewertet das, was ihr seht und habt viel mehr Spaß daran. Und das hier ist wirklich eine richtig gute Fehde. Also ich weiß, sie wird noch ein bisschen gehen. Sie ist potenziell schon eine der Fehden des Jahres. Ja, also so gut ist es tatsächlich. Meiner Meinung nach ist natürlich, also gefällt mir richtig gut, macht Spaß. Ja, fertig. Gut, dann bevor wir mit den guten Sachen weitermachen, kommen wir mal zu den schlechten. Die Gurke des Monats. Mal sehen, ob wir da verschiedene Sachen haben. Nicole, was hast du denn für den Mai? Ach so, erstmal ich, stimmt. Ja, Gürkchen, Gurke. Also das, was ich sehe und was mich halt wieder mal wundert, ist, also No Sentry bei SmackDown,
Anscheinend aber auch öfters angekündigt, aber bis jetzt immer noch nicht da. Auch die Autos of Pain sind auch irgendwie nicht so zu sehen. Und es ist halt, ja, relativ traurig halt zu sehen, dass so gute Leute, wo wir auch gesagt haben, dass die Authors of Pain sich so entwickelt haben und so gut geworden sind bei NXT, ja, irgendwie nicht mehr zu sehen sind bei Raw die letzten paar Wochen, gar nichts mehr darstellen. Und sein Team ist jetzt bei SmackDown immer noch nicht vorhanden ist. Also, ich weiß nicht. Es macht's nicht gerade schön irgendwie. Nun ja, das sind halt für mich die Gürkchen, weil ich mich wundere, dass man da nichts so, zustande bringt in dem Sinne. Jo. Meine Ja. Gürkchen. Ja, ich war gerade abgelenkt, wer sich gerade fragt. Wir nehmen am Montag auf. Es ist gerade 19:16 Uhr. Nebenbei läuft E3 Pressekonferenz von Square Enix und ich sehe mich gerade Geld ausgeben. Shut up, take my money. Ich habe es extra nicht angemacht, weil ich sonst abgelenkt bin. Nee, gerade eben wurde ein neues Dragon Quest angekündigt. Oh. Das noch diesen Monat, diesen Monat, sag ich schon, dieses Jahr kommen soll. Da ich da gerade eben was von Collector's Edition gesehen habe. Dragon Quest ist da so eine Bitch, wenn da mal was kommt, mal in den Westen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, Teil 8 oder so, der PlayStation 2 dürfte das Spiel sein, was ich am längsten gespielt habe. Oh ja. Da bin ich bei weit über 100 Stunden. Hab's nie durchgespielt, weil ich den Endboss nie besiegt habe. Aber ich war damals auch noch jung. Und vielleicht ein bisschen zu doof dafür. Ja, naja. Ich mache mal weiter mit der Gurke. Geht auch in den Tag Team-Bereich nach SmackDown. Bei mir ist es The New Day. Jetzt wird Matze vielleicht gleich aufschreien. Was? Wie kann das denn sein? Es ist aber eine bestimmte Sache. Und zwar gab es im Mai ein Segment mit, Gott, wie heißt es denn? Miss TV war es genau. Die drei Jungs von New Day haben ja ein Match gewonnen gegen The Bar, wodurch sich einer von den dreien qualifiziert hat für das Money in the Bank Leiter-Match. Und die drei waren dann, als sie schon qualifiziert waren, bei Miss TV und Miss wollte unter anderem wissen, ja, wer von euch dreien macht's denn? Und was da denn in dem Segment so passiert ist, gerade auf New Day Seite, war so ein Scheißhumor und so ein Dünnpfiff, also, nee, Dünnpfiff ist sogar eigentlich zu freundlich, weil Pipi-Kaka-Humor hätte denn zumindest bei mir deutlich besser funktioniert. Also das war wirklich so Humor für Minderbemittelte. Für geistig zurückgebliebene. Tut mir leid für jeden, falls hier jemand ne, das so betrifft oder jemand das lustig fand. Aber das ist auch so, was, wenn irgendein Kind die Mutti fragt oder wenn die Mutti sagt, fass die Herdplatte nicht an, das Kind fragt, warum, weil sie heiß ist. Kind fragt, warum, weil das wehtut. Warum? Fragt dann das Kind und so weiter und so fort. Und jedes Mal, ne, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also das war, boah. Da war der Hass schon stark in mir. Wobei man sagen muss, so in den letzten Monaten bei New Day auch so dieses mit ihren mit den Pfannkuchen, die sich der Biggie von irgendwo rauszieht und den anderen Leuten ins Gesicht wirft oder sowas. Ja. Aber Jan, it's your boys, the new day. Ja. Die auch Ja. bei der E3 einen Auftritt haben, ne? Also stand jetzt New Day gegen Elite. Jo. Also richtig angekündigt hat, selbst die WWE hat ja, ich weiß gar nicht, Street Fighter, Kenny Omega glaube ist ich. aber Ja, irgendwie Kenny Omega Ja. und die Bucks gegen New Day. Ja. Also Im Spielfall. zumindest, das ist 3 gegen 30. Ich hatte nur halt Xavier gegen Kenny, hat selbst WWE.com Genau. drüber berichtet. Und das Ja, gut. Ankündigungsvideo, wo Woods seine beiden Partner völlig überraschend dann als Kofi und Big E ankündigt, das ist mega witzig. Jan, ich glaube, ich bin einer von denen, die angesprochen werden. Ich mag den Humor. Ich lache darüber. Es ist zum Teil halt echt dumm,
blöd, aber ja, also das mich, mit mich, den mich, mich, mich Essenssegmenten kriegt muss sie. ja, ist ja, Die weiß ich Pancakes nicht. nerven Immer mich. wenn ich immer reinschaue, ist immer irgendwas mit, da sitzt Schweine rum und ist am Essen und da essen und Ja, Korbeln die schmeißt ganze mit Essen. Pancakes-Geschichte, das nervt mich ein bisschen, das ist übertrieben. Die kalten Pancakes und dann holen sie die aus der Hose und füttern die an die Fans und so. Das ist irgendwie ein bisschen too much, ja. Aber generell der Humor und das eigentliche, die eigentlichen Redesegmente von New Day gefallen mir nach wie vor. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, oder wie? Genau, genau. Ja. Ja, Matze, ja. Was fandst du denn richtig scheiße im letzten Monat? Das ist am ehesten das, was ich nicht so unbedingt mag, weil ich ungern über Dinge rede, die mir nicht gefallen. Aber da das jetzt nur mehr oder weniger Aufgabe für diesen Podcast hat, habe ich tatsächlich mal überlegt, was ich dann nicht so gut finde. Das Offensichtliche bei vielen, habe ich auch schon in der Gruppe mitbekommen, ist wahrscheinlich am ehesten Backlash. Da bin ich nicht ganz mit dabei, weil da zumindest zwei Sachen passiert sind, die mich noch unterhalten haben und sogar komplett abgeholt haben zum Teil, und dadurch der Event nicht mehr komplett in das Gurkenprofil passt. Ja? Und deswegen habe ich Bobby Lashley, der für mich seit seiner Rückkehr 0,0 und vielleicht noch eher im negativen Bereich zündet. Gar nicht. Die Musik passt nicht, der Auftritt passt nicht, es ist zu langweilig, es ist zu impactlos, er macht Fehler, die Promos sind Quark, die ganze Geschichte mit seinen, ich mache hier die Geste, ne? Schwestern, ist Quark. Die Matches mit Braun Strowman, wo sie nach dem Match dann bei Backlash noch Zayn und Owens attackieren, ist völliger Humbug. Also die komplette Ausrichtung des Lashley-Charakters, alles, was Lashley damit macht, die Matches, die ausgeführt werden und die Art und Weise, in welche Richtung es läuft, alles Humbug. Also Lashley. Ich mag ihn ja sehr eigentlich. Witzig. Ich mag sehr ihn witzig. Eigentlich. Aber Bobby Lashley ist impactlos, ja. Passt ja, nicht ganz aufs Auge. Das war no pun intended. Ja, aber es passt wirklich, er ist impactlos. Ja, passt. Aber das Tragische ist, dass ich ihn eigentlich wirklich mag. Also der Impact Run als Champion und als auch als Contender, ganz, ganz geile Dinger bei. Ja, die Matches mit Alberto zum Beispiel, wirklich richtig gute Matches. Durchdacht. Ja. Die Elemente, die beide Wrestler können, in ein Match verbraten, seinen Run als Champion, als Dominator, alles gut. Ja, und dann geht er in die WWE und er ist verpufft Impact, sofort. Ja, und ich wollte schon wieder impactlos sagen, hab mich aber jetzt es ist, ich verstehe es nicht. Und wie gesagt, ich mag den Kerl, aber er zündet seit seiner Rückkehr bei mir null. Also absolut verzichtbarer Charakter, am ehesten sogar einer von denen, auf die ich wirklich im Produkt verzichten könnte. Ob die da sind oder nicht, ist mir völlig Latten am Zaun. Ja, deswegen muss es Lashley sein. Ist der Einzige, der so am ehesten in diese Gurkenkategorie passt für den Mai. Kann ich durchaus nachvollziehen. Ja. Ja, dann wenden wir uns mal wieder positiveren Sachen zu. Und machen mit Platz 2 weiter. Matze, damit du jetzt auch direkt wieder in positive Stimmung kommst, mach mal Platz. Ja, geil, positiv. Positiv kann ich, Chaka und sowas, ne? Heißt ja sogar die Sendung irgendwie. Doug Williams. Und ich freue mich tierisch. Einer meiner ganz persönlichen Lieblinge im Euro-Bereich, einer, der die ganze Euro-Szene damals mit, natürlich auch anderen, natürlich alleine schafft das niemand, aber mit wenigen anderen, also zum Beispiel Johnny Storm und Jody Fleisch, ja, oder auch Spud, die englische Szene damals in den Ende der 90er, Anfang der 2000er halt eigentlich alleine bestritten hat, mehr oder weniger, hat in 2018 bei Progress einen Gürtel gewonnen, und zwar den Atlas-Titel, und das, obwohl er auf einer Losing-Streak war. Wir haben schon so oft gesagt, Wrestling ist manchmal vorhersehbar, aber man weiß auch manchmal nicht unbedingt, wo es hingeht. Ein Mittel, mit dem man ja künstlich ein gewisses Interesse generieren kann oder einen Überraschungseffekt generieren kann, sind Losing Streaks. Doug Williams war auf dem Element, ich weiß nicht, ob ich mit den aktuellen Jungs noch mithalten kann, und verliert, 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 verliert bei Progress. Gegen egal wen. Gegen Rückkehrer, gegen Debütierende, Joe Coffey zum Beispiel, oder Rampage, Brown, der auch, also die beiden Rückkehrer entsprechend. Und er hat einfach es nicht geschafft. Hat dann in Frage gestellt, Leute, ich weiß nicht, ob ich das noch kann in 2018.
Vielleicht ist das der Punkt für mich, dass ihr mir zeigt, ich halte nicht mehr mit euch, ich muss aufhören. Publikum natürlich dann sofort darauf reagiert, nein, Dark, bleib und bla und blub. Und dann gibt Walter seinen Atlas-Titel ab, weil er den Progress World Title gewinnen will und entsprechend nicht den Spot blocken will für andere Leute in der Atlas Division, gibt also den Atlas Titel ab, es wird ein Four-Way angesetzt und Doug Williams gewinnt dieses Match. Es ist Wrestling 101, aber ich finde es super geil und ich freue mich tierisch für Doug Williams und deswegen Doug Williams als neuer Atlas Champion bei Progress auf meinem Platz 2. Ich freue mich tierisch. Jo, das ist, habe ich ehrlich gesagt nicht mal mitgekriegt. Ja, siehst du mal. Ja, was ich dafür aber mitgekriegt habe, es zwar schon wieder fast vergessen hatte, weil es direkt am Anfang des Monats war, um genau zu sein, in Japan bei Dontaku, ich glaube, Tag 1, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, auf jeden Fall gab es da im Co-Main-Event Cody Rhodes gegen Kota Ibushi, das Wrestle Kingdom Rückmatch, und das hat Cody gewonnen. In einem hervorragenden Match, wie ich fand. Und ja, Cody Rhodes, bei dem läuft es im Moment ziemlich gut. Und das, obwohl er, man kann sagen, seinen WWE-Stil sogar zu großen Teilen behalten hat, funktioniert er gerade als Heel so hervorragend. Egal, wo er antritt. Und ja, gerade hier bei dem Match, hat er mir halt sehr, sehr gut gefallen. Und ja, Platz 2 bei mir für Cody. Nicole, wen hast du denn? Platz 2 habe ich jetzt nochmal und jetzt auch zum letzten Mal noch ein Match vom Best of the Super Junior genommen. Und zwar von jemandem, der eigentlich nicht sonst immer, also schon mein Fall ist, aber jetzt nicht so sehr. Und zwar habe ich das Match Taguchi gegen El Desperado genommen, weil auch El Desperado beim Best of the Super Junior absolut geile Matches hingelegt hat. Und das Match gegen Taguchi hat mich übelst gut unterhalten. Und Taguchi unterhält mich ja manchmal schon sehr, nervt mich aber auch manchmal teilweise sehr. Also er kann beides. Aber da hat er mich komplett über 10 Minuten, glaube Viertelstunde, knapp ging es. Hervorragend das Match von allen beiden auch. Und wie gesagt, auch Desperado wunderbar beim Best of the Super Junior. Alle, man muss allen Beteiligten beim Best of Super Junior eigentlich ein Sonderlob geben, weil sie ja echt die Hütte abgerissen haben, egal wer gegen wen da angetreten ist. Ja, deswegen Platz 2 da für mich, für alle beide. Desperado und Taguchi. Sehr gut. Dann sind wir schon fast bei Platz 1. Aber vorher kommt natürlich immer noch, was habt ihr, die Zuhörer, denn so zu sagen habt. Dafür gibt es immer auf Facebook in unserer Diskussionsgruppe, zumindest versuchen wir es jedes Mal, einen Post-Beitrag. Einmal im Monat, kurz bevor wir die Sendung aufnehmen, wo gefragt wird, was war für euch denn Top und Flop im Monat? Und da darf Nicole heute mal direkt alles Tops und Flops mal vortragen. Okay, dann fange ich erstmal an mit Chris Köbel. Der nominiert halt als Top, so wie er es halt schreibt, Kenny Omega und Seth Rollins. Hatten wir ja jetzt auch schon dabei. Ja, und als Flop die Writer für Backlash verantwortlich waren. Scheint ihm auch nicht so gefallen zu haben. Dann haben wir unseren Stefan hier, den Stefan Grammel, der hat auch Seth Rollins für seine Performance nominiert und Cash Money Erkan für den Gewinn des GWP World Title. Cash, 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 Cash. Okay. Flop. Flop hat er gemacht. Ja, und die beteiligen weiter an Backlash, an Lashleys Schwestern und an Nia Jax Storylines, okay. Ja. Ja, könnte man, ja, passt. Dann haben wir unseren Alex, der auch das Rollins für die konstante Performance und einziger Lichtblick bei Raw
Und die neuen TV-Deals, ja, die er mit Money, 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 Money hier beschreibt. Das musst du singen. Money, 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 not good for me. Oder It's a so, genau, ja. bad world. Schön. Was war, wo waren wir jetzt? Ein bisschen aber, okay. Jetzt hat man die Gurke, alles rundum. Nia Jax in Ringleistung, Storyline, Micwork. Dann hat er auch die War Tag Team Division auch als Gurke mit nominiert. Auch ein Bobby Lashley, absoluter Flop seit seinem Comeback und natürlich Prinz von Unzuschnarch. Aber immerhin hat er eine Robe. Bobby Roode. Das war auch jetzt mehr als deutlich. Also, Eine gleich. Gurke, alles 6 Sätze lang, aber nicht gefühlt Hat erfüllt. gleich mehrere Gurken hier rausgehauen. Okay. Dann haben wir den Rudi hier noch. Der hat ja, Johnny Gargano und Tommaso Ciampa für die aktuell beste Fehde nominiert. Und wo bin ich jetzt? Bin ich verrutscht? Super. Ja, Gurke hat die WWE mit dem Start der It doesn't matter ever, da sie jetzt eine Milliarde, was? Da sie jetzt einen Milliarden Deal haben. Und ihnen dadurch alles egal sein wird, was nicht im TV ausgestrahlt wird, darunter auch die Pay-per-Views und leider auch NXT. Ja, gut. Dann haben wir noch, einen haben wir noch, einen haben wir noch. Den Bernhard Geiter, der hat meine Nummer 1 ist die Women's Wrestling Revolution der GWF. Es macht sehr viel Spaß, den Damen beim Wrestling zuzuschauen. Noch mehr, wenn man live vor Ort dabei ist. Und die Gurke geht diesmal tatsächlich an die WWE für den Mist, den sie bei Backlash gemacht haben. Zum ersten Mal bin ich beim WWE-Event mehrmals eingeschlafen und das am helllichten Tag. So. Backlash, ja. Also ich würde sagen, Backlash und Lashley teilen sich hier so mithin die Plätze, die Gurkenplätze. Das scheint so zu sein. Wenn ihr auch mal uns eure Tops und Flops nennen wollt, denn wie gesagt, in der Facebook-Diskussionsgruppe vom Wrestling Talk Radio, da wird dann immer, wie gesagt, an dem Tag, wo wir aufzeichnen, meistens oder vielleicht einen Tag früher, danach gefragt. Wenn ihr sonst überhaupt auf dem Laufenden bleiben wollt, was bei uns im BTR so passiert, gibt es natürlich noch die anderen Social Media Kanäle mit Twitter und Instagram, Facebook natürlich auch. Es gibt eine Webseite. Ihr könnt uns auf YouTube abonnieren, am besten dann auch die Glocke drücken. Und da könnt ihr dann auch, ich glaube, wenn ihr nochmal drauf drückt, auswählen, wie oft ihr informiert werden wollt. Da werdet ihr dann vielleicht auch, wenn es funktioniert, hoffentlich idealerweise, auch informiert, wenn wir mal wieder live gehen. Und Was nächste Woche ja. wieder der Fall ist, ne? Donnerstag. Diese Woche. Diese Woche, richtig. Ja. Was soll ich? Ja. Nächste Ja. Woche aber auch. Nächste Woche auch, da auf jeden Fall Mittwoch Und mit wahrscheinlich Montag auch, genau. Money in the Bank. Wie gesagt, im Zweifel so vorm Pay-per-Views, sage ich mal ganz gerne. Könnt ihr am Donnerstag so Richtung 20 Uhr mal vorbeischauen. Und nach WWE Pay-Per-Views mittwochs auch 20 Uhr. Aber da werdet ihr im Zweifel eh immer auf Social Media rechtzeitig an den Tagen nochmal Bescheid gesagt, dass wir live machen. Da braucht ihr keine Angst zu haben. Und wie gesagt, im Zweifel gibt es ja eh immer Aufzeichnungen. Könnt ihr ja dann auch euch jederzeit noch anhören, wenn ihr nicht rechtzeitig da seid. Auf YouTube meist gibt es die Podcasts auch mal früher. Habe ich mir langsam gemerkt, das auch jedes Mal zu sagen. Für Und die auf ungeduldigen Nachtschwärmer. genau, für die, die so sind wie Matze. Und Genau. für die, der die Nacht zum Tage wird, sozusagen.
Genau. Jan, ich möchte mal ganz kurz noch kurz grätschen, weil ich im Juni ja wahrscheinlich nicht dabei bin hier bei der Ausgabe oder überhaupt ganz generell Gimme 5, denn Alex hat gerade noch was in die Gruppe bei uns gepostet, was ich ziemlich cool finde. Es riefen zwar schon die diversen Spatzen von den Dächern, aber jetzt ist es safe und offiziell. Adam Cole gegen Walter um den NXT North American Title bei Evolve 107. Nice. Kann man so mal machen. Ja, wen das interessiert, ist entsprechend für den Juni relevant. Die Show findet am 24. Juni statt. Kann man entsprechend dank WWN Live auf jeden Fall einen Tag später schon gucken. Ja, hoffentlich. Wird dadurch irgendwie ein bisschen interessant, weil es ja immer hieß, dass Walter einen WWE-Vertrag so ein bisschen abgelehnt hätte. Ja, er hat wohl, also es heißt, er hat ein Vorliegen. Und oder nicht unterschrieben. Ist wohl am Aus, also man ist wohl am Ausarbeiten der Fakt. Den ersten hat er wohl abgelehnt, das ist ja schon Jahre her. Aber den aktuellen ist man wohl am irgendwelchen Bla, ne? Ich möchte auch jetzt nicht zu weit reingehen, weil ich glaube mal, sowas ist dieses Element, was ich vorhin meinte, warum immer alles wissen, ne? Also. Nicht verfolgen, sondern dann drüber reden, wenn es safe ist oder so. Am Ende wissen wir sowieso viel weniger, als wir denken. Ja, aber sagen wir es mal so, wenn man um den WWE-Titel antreten darf, egal wo, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass die WWE an einen in dem Moment interessiert ist, sehr, sehr groß. Genau. Ja, und Evolve ist ja eh noch die Partner-Promotion, ja, eigentlich auch immer noch. Relativ nah dran, ja. Das ist natürlich schon stark. Was vielleicht noch für den Mai wichtig ist, was halt jetzt nicht für mich persönlich in so eine Top-Liste gehört, aber wir haben einen General Manager für die UK Division. Der gute Johnny Saint ist der GM dieser ganzen UK Tournament und was auch immer danach entstehen wird. Es heißt ja, dass ein wöchentliches Produkt entstehen wird fürs Network, was in England aufgezeichnet wird. Aktuelle Gerüchte besagen, dass dort Neville auftauchen wird und innerhalb dieser Liga seinen Vertrag auslaufen lässt. Ja, finde ich ganz interessant. Ansonsten, ich denke, da kommt Feuer rein, denn jetzt gerade am Wochenende, über das wir jetzt gerade, wo wir jetzt gerade vorbei sind dran, jetzt am Wochenende gab es halt den Start des UK-Tournaments am Download-Festival mit den Erstrunden-Matches abseits dessen, was bei 205 Live noch kommen wird, von Gallagher gegen Drew Gulak. Und dann für nächste Woche relevant wird, wenn dann Montag und Dienstag nämlich die Royal Albert Hall wieder invasioniert wird von der WWE seit vielen, vielen Jahren. Damals dann mit 20 Mann Battle Royale Main Event, die der British Bulldog gewonnen hat. Lang, lang ist es her. 92 müsste das gewesen sein. Habe ich immer noch auf VHS. Und da war die Legion of Doom, glaube ich, auf dem Cover. Ich glaube, ja. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber finde ich schon interessant, dass man der Division einen General Manager gibt. Denn offensichtlich wird dadurch befeuert, wie auch immer, dass da eine Division wirklich starten wird. Weil warum sollte man sonst einen General Manager vergeben für ein Zwei-Tages-Event? Sag Quark. Och, das würde ich der WWE jetzt auch mal zutrauen, aber ne? So aber viele Leute, wie da, bestimmt. Was da alles so im Moment verpflichtet wurde für UK Division, ja, wo sie jetzt auch anfangen, dann Frauen zu veröffentlichen. Ginny hast du ja vorhin schon erwähnt. Toni Storm hat ja wohl auch unterschrieben, um mal so die Prominenten zu nennen. Da muss man eigentlich schon fast erwarten, dass da demnächst irgendwas mal passiert. Ich hätte ja mit Nigel McGuinness gerechnet. Muss ich gestehen. Ja, aber es ist, wie es ist. Aber dazu muss man sagen, um kurz zu überlegen, 4 von 5 General Manager aktuell sind Englisch. William Regal, Page, Spud und jetzt entsprechend Johnny Saint. Nur Kurt Angle hat sich den falschen Pass ausgesucht. Ist schon interessant, ja. Stimmt. Kann man machen. 4 von 5 englische General Manager in den aktuell 5 Produkten, die WWE besitzt, in Anführungsstrichen. Das kann man schon mal so machen. Das ist absolut richtig. Beim Werbeback natürlich jetzt noch nicht ganz erwähnt, deshalb kommt es als letztes iTunes. Da könnt ihr uns auch abonnieren. Kriegt ihr die Podcasts dann immer, wenn ihr aktualisiert, dann alles runtergeladen, wenn ihr es eingestellt habt. Da natürlich auch gerne eine Bewertung geben, 5 Sterne kann man da geben. Wäre schön, wenn ihr es macht. Und ja, das war es dann auch mit dem Werbebreak. Dann kommen wir zum Main Event.
Superstar der Woche. Und Nicole fängt mal an. Okay. Dann haue ich jetzt noch mal jemanden raus, die ich schon hatte. Ich muss sie nehmen. Jetzt so lang schon verfolgt und jetzt hat sie einen sehr großen Titel und zwar den Impact Knockout Titel. Su-Jung nominiere ich halt auf Platz 1. Die jetzt ja gerade war ja jetzt erst am 31.05., also noch nicht ganz so lange her, ja, den Titel von Ellie sich geholt hat. Und da freue ich mich, wie gesagt, ungemein, weil Su-Jung mit dem Gimmick und auch mit dem Wrestling, was sie kann, sich das durchaus verdient hat. Ja, und ich hoffe, weiß nicht, ich glaube, Rosemary ist noch verletzt, hatte ich mitgekriegt. Ist das richtig, Matze? Ich glaube ja. Weißt du das, gell? Weil, ja, Frankie und ich hatten ja eigentlich diskutiert bei Lucha Underground, geht ja jetzt auch weiter am Mittwoch, Staffel 4. Es fehlt noch der Gegenpart oder beziehungsweise ist noch eine Geschichte nicht aufgelöst um Sexy Star. Und da ja man Impact und Lucha ja auch so Gemeinsamkeiten hatten, ich weiß nicht, hatten wir ja gehofft, dass Rosemary eventuell bei Lucha auftaucht und da irgendwas macht. Aber ich glaube, das haut jetzt alles nicht hin. Ja, aber so jung gegen Rosemary und wenn Rosemary wiederkommt, wird es da auch weitergehen. Da ich habe noch mich was dann auch schon sehr Nicole. Drauf. Ja. Und zwar bei Rise wird ja. Jetzt im Juni, hast du schon gesehen? Ja. So jung gegen Saraya Knight um den Impact-Title. Ich weiß nur nicht, wie ich das Match, wie ich den Event überhaupt kann man, gucken kann. Kann man mal machen. Kann man mal machen, ja, aber ja, die Frage, wo hoffentlich kann man es dann halt irgendwo ja, bestellmäßig sich da anschauen. Denke ich schon, die bisherigen Events sind ja auch eingetragen, also denke ich schon. Hoffentlich, ja, also muss man gucken. Macht Spaß. Beide hatten es ja eh schon miteinander, also. Und dadurch ja irgendwie auch Impact irgendwie so ein bisschen dran, ne? Vielleicht sehen wir ja sogar irgendwie mal in einem der Taping-Zyklen dann eine Saraya Knight damit bei. Ja gut, ich hatte ja, wo wir Impact gemacht haben, habe ich ja gesagt, die haben jetzt wahnsinnig viele Kooperationen geschlossen, unter anderem ja auch mit Rise. Also von daher war das klar, dass dann auch irgendwann mal da was passieren würde. Ja, Shotzi Blackheart soll auftauchen, ne? Habe ich auch gesehen. Sollen ja halt viele Mädels daher holen, weil Knockout Division kann schon noch ein bisschen was vertragen. Bei Impact, würde ich mal meinen. Also, ja, also viel Vorfreude. Und ich freue mich auf Lucha. Ja, da machen wir ja dann auch weiter. Und da sind wir, glaube ich, nächste Woche dann schon, ne? Mit dabei. Glaube ich weiß gar nicht. Ich glaube, irgendwie 20. Ja, doch, 20. Kann sein. 22. 22. Ja. oder irgendwie sowas, ja, genau. Wir nehmen auf und dann werden wir mal die erste Folge von Lucha Staffel 4 besprechen. Chaka. Gut, dann mache ich mal weiter. Platz 1 war so das Einzige, wo ich nicht drüber nachdenken musste. Platz 1 geht für mich an Katsushika Okada, der bei Dontaku Tag, ich glaube, es war jetzt auch mal einfach der letzte Tag im Main Event, Hiroshi Tanahashi besiegt hat und damit den Rekord, was Titelverteidigung angeht, gebrochen hat gegen den Mann, der den Rekord vorher hatte und mit dem er zu dem Zeitpunkt noch Gleichstand hatte. Da ist mir ein ziemlich großer Stein vom Herzen gefallen, weil ich bei New Japan immer mit den dummen Sachen rechne. Hast echt an Tanahashi gedacht? Ich hab's befürchtet. Es wäre halt so wieder so nächstes Kapitel Never Ending Story New Japan enttäuscht mich gewesen. ja. Gut. Ich hoffe, ich habe Matze jetzt nichts weggenommen. Aber ich gehe. Gut, das ist wunderbar. Dann. Also, ja, ganz ehrlich, also als ob ich nach Japan gucken würde, dieser overhypte schöne Kram. Was? Trigger! So, natürlich bleibe ich bei meinen Engländern.
Ja, und da fand im Mai das Super Strong Style 16 Turnier statt und das hat Zack Sabre Jr. gewonnen. Und da ich ein großer Zack Sabre Jr. Fan bin, da ich ein großer Progress Fan bin, ist eigentlich meine Nummer 1 ein absoluter No-Brainer. Zack Sabre Jr. gewinnt erstmals entsprechend das Super Strong Style 16, hat auf dem Weg dorthin, jetzt muss ich kurz überlegen, Chuck Mambo in der ersten Runde, David Starr in der zweiten, im Halbfinale Keith Lee und im Finale dann Cassius Ohno besiegt. Hätte im Finale eigentlich auf Tyler Bate getroffen, aber der hat sich verletzt und dadurch hat Cassius Ohno in dem in der Wasteman Challenge von Roy Johnson eine zweite Chance bekommen, hat das gewonnen, hat dann entsprechend sein Halbfinalmatch gewonnen und ist dann ins Finale. Und das hat automatisch dann die Chris Hero gegen Zack Sabre Jr. Dynastie weitergeführt. So hast du halt ein modernes Match davon, einen Zack Sabre Jr. gegen einen Cassius Ohno. Klingt halt schon witzig, ja, wenn du drüber nachdenkst. Und am Ende holt Zack Sabre Jr. im Alley Pally dann das große Ding und holt sich entsprechend auch gleich das Titelmatch. Ohne, wie ein Zack Sabre Jr. halt, ja. Lange Rede, kurzer Sinn, also kurze Rede, ganz viel Sinn. Weil der Sieger des Turniers darf sich halt mehr oder weniger entscheiden, wann und wo er das Titelmatch hat, aber er muss es halt vorher ankündigen, ist nicht so wie Money in the Bank Ding, sondern er muss halt relativ zeitnah sagen, da und da möchte ich mein Titelmatch und nimmt ihr das Mikrofon und sagt, ja, hier, Wembley, ciao, und fertig. Und dementsprechend hast du als Main Event für die Wembley Show hast du Pete Dunne gegen Zack Sabre Jr. Wie gut wird das bitte? Ja. Und alleine das Zack, der für mich halt als damals das Super Strong Style angesetzt wurde, eigentlich seitdem einer der Progress Originals ist und dann bis hierhin eben keinen Super Strong Style gewonnen hat, dann in 2018 das Ding eben holt, ist einfach nur super geil. Und wie gesagt, der Rest ist eigentlich absoluter No-Brainer für mich. Progress liebe ich. Ich liebe den englischen Stil, die englischen Fans. Zack Sabre Jr., einer meiner absoluten Lieblinge. Und dann trifft eben in dem Moment alles zusammen, dann nehme ich, dass der Wrestler in der Liga, in dem Land, in dem Turnier gewinnt. Das ist ein No-Brainer. Zack, ist mein Superstar des Monats. Mal sehen, ob er den nächsten WWE-Wrestler denn in den Wettbewerb ziehen kann. Ja. Was mir gerade noch einfällt, weil Nicole vorhin Sanity erwähnt hat, wir können auch noch erwähnen, für den Mai gab es durchaus was Relevantes für Schland, denn es gab in München ein Match von Alexander Wolfe gegen Aleister Black, was ich auch ziemlich gut finde, sowas. Also es gab irgendwie wenige Tage vorher in Holland das Match an Tommy Ends Geburtstag, an Aleister Blacks Geburtstag in Holland und dann sozusagen wenige Tage später in München dann das Heimspiel für die andere Seite, also für den Deutschen. Das finde ich schon super geil, dass man sowas macht auf den Touren inzwischen, weil man den Kader so breit gefächert hat, dass man irgendwie im Kader jemanden hat, der für dieses Land antritt. Super geil, schöne Idee und ich habe es in dem Match nicht gesehen, vielleicht werde ich es nie sehen, weiß ich nicht. Ich freue mich natürlich tierisch für Axel, ja, und das ist schon super geil, sowas. Und dann WWE-Banner in Schland, Axel Tischer gegen Tommy End. In dem Fall Alexander Wolf gegen Aleister Black. Ja, hallo. Supergeil. Hat auch einen Meister gefunden. Kann man ruhig mal mit erwähnen. Oh. Okay. Das ist absolut richtig. Ja. Doch, jetzt habe ich nochmal überlegt, aber wir haben alle jetzt auch unseren Platz 1 gehabt. Dann sind wir durch mit dieser Ausgabe, dem ersten Podcast, den wir in dieser Woche aufzeichnen, hier im WTR. Ich weiß von mindestens zwei anderen, weil ich dabei bin. daher kann ich schon mal Spoiler. Dominion wird natürlich besprochen und Opening Bell wird es natürlich auch geben für Money in the Bank. Wie gesagt, den Roundtable zu Money in the Bank und NXT gibt es dann auch noch nächste Woche. Ja, da wird euch nicht langweilig werden. Kann man mal schön bei der Fußball-WM Kommentar schalten und WTR auf die Ohren. Da hört man denn gleich noch sinnvolle Informationen und gute Laune, viel Unterhaltung. Braucht sich die Kommentatoren beim Fußball nicht antun. Wir sind für euch da, wir denken an euch in allen Lebenslagen. Wir tun das alles für euch. Die Hörer des Multiversums. Matze, deine erste Ausgabe, hat es dir denn gefallen? Ja, doch.
war witzig. Ist eine Sendung, wo ich dann mich zurücklehnen kann, ne? Muss nur ein bisschen meine Gedanken, die Gedanken sind frei, freien Lauf lassen. Ja? Und manchmal kommt da sogar was hin. Manchmal kommt sogar was Sinnvolles raus. Wenige Fälle zwar, aber ne? Für heute hat es gerade so noch gereicht. Und jetzt kann ich das Gehirn wieder ausmachen und dann passt das. Aber ich ergänze noch, was so an Podcast drumherum, wenn Jan gerade Fußball-WM gesagt hat, da hat Jan zusammen mit Alex und Stefan ein Special aufgenommen. Könnt ihr euch sehr gerne anhören über die Fußball-WM in Russland. Chaka Unscripted Spezial, das ist seit Montag online. Könnt ihr sehr gerne im Archiv euch anhören. Und für die restliche Woche ist dann entsprechend Donnerstag live Money in the Bank Preview, was am Freitag dann im Archiv erscheinen wird. Am Montag kommt dann Dominion und am Mittwoch NXT, wiederum am Freitag dann Review zu Money in the Bank. Live sind wir Donnerstag, Montag und Mittwoch. Donnerstag entsprechend die Opening Bell zu Money in the Bank. Montag Review zu NXT TakeOver Chicago 2. Und Mittwoch live Review oder Roundtable auf Money in the Bank 2018. Und dann bekommt ihr schon eine Woche drauf dann den Start der Lucha Underground Staffel 4. Hört ihr dann Nicole wieder. Und das müsste so ungefähr jetzt der Plan für die nächsten anderthalb Wochen sein. Müsste stimmen. Ja. Mhm. Und ja, das ist ein ganzer Batzen und ich denke, da ist auch wieder für jeden was dabei. Das würde ich auch sehr stark annehmen, weil wenn da jetzt nichts dabei ist, dann weiß ich nicht, für was man sich im Wrestling Talk Radio sonst interessiert. Da ist ja eigentlich fast alles abgedeckt. Ja, England fehlt im Moment, ne, weil ich nicht ganz up-to-date bin. Aber ich bin mir ziemlich sicher, alleine dadurch, dass es eben Super Strong Style ist, das müssen wir besprechen. Ist noch die Frage, in welcher Konstellation, ne? Müssen wir mal schauen. Aber das kommt garantiert. Die Frage ist, wann. Ja, Indie-Wrestling ist im Moment so ein bisschen unter ferner Liefen. Also richtig Indie machen wir kaum. Wir haben zwar so ein bisschen die weniger wichtigen, in Anführungsstrichen, WWN-Shows jetzt ein bisschen besprochen. Und auch mal RevPro aus England Indie. Aber da müssen wir mal irgendwie überlegen, dass wir da wieder ein bisschen Feuer reinkriegen, mehr Indie-Shows. Ansonsten ist jetzt größtenteils alles WWE und Puro-lastig. Dass wir das mal wieder ein bisschen drehen oder zumindest von dem her ergänzen, ne? So ein bisschen auffüllen mit Indie-Shows. Mal gucken. Jan, wir haben ja nach wie vor noch Chicago King of Trios vom letzten Jahr offen. Ja, das ist richtig. Ist auch aus England, was sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe wären. Ja, stimmt. Haben ne? wir in England. Ja. Gut. Wenn wir jetzt alles werbetechnisch abgeschlossen haben und ihr jetzt bestens informiert seid, was, wo, wann, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Ist die letzte Amtshandlung des Tages in diesem Podcast die Verabschiedungsrunde. Und da machen wir es, wie es sich gehört. Ladies first, Nicole, was haben Sie noch zu sagen? Ich habe noch zu sagen, ja, vielen Dank, dass heute auch meine Matze hier mit dabei war. Sehr interessant. Geil! Und ich habe mich natürlich schon gewundert, ich habe mir gedacht, er wird bestimmt leichte Schwierigkeiten haben mit seinem Gürkchen, weil er das ja nicht so gerne macht. Aber hast du gut getroffen. Ja, danke schön, danke schön. Ja, bitteschön, bitteschön. Ansonsten, ja, wir hören uns dann demnächst bei Lucha und NXT und da freue ich mich auch schon wieder tierisch drauf. Und deswegen würde ich sagen, bis demnächst und goodbye. Tja, dann überlassen wir mal der Give Me Five Jungfrau das die letzten Worte. Daher bedanke ich mich erstmal bei Nicole und auch natürlich bei Matze, dass er für Willi eingesprungen ist. Es war sehr schön mit euch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und Herr Schwarz, Sie sind das Letzte heute. Geil. Dann würde ich sagen, herzlichen guten Hallo, willkommen im Wrestling Talk Radio. Jetzt beginnt der eigentliche Podcast, die anderen beiden sind raus. Ich mache einfach eine Stunde Monolog. Ja, gar kein Problem für mich, einfach eine Stunde durchreden. Die anderen müssen jetzt einfach durchhalten. Was habe ich noch zu erzählen? Also, nein. Tschüss. Ich fand es irgendwie gut gerade, ich weiß auch nicht. Ich find, also, beim Kopf ist es total lustig. Müsst ihr auch mal reinkommen. Ja, hat Spaß gemacht und Ausblick haben wir euch gegeben. Ja, ist eine ganze Menge drin und eine ganze Menge dran und der restliche Monat ist auch noch gut gefüllt. Und dann ist ja schon, also ein bisschen unser Gefühl, dass wir Sommerloch haben könnten, hat sich irgendwie relativ schnell zerschlagen. Da ist eine ganze Menge drin und dran. Und wenn wir jetzt noch das UK-Turnier dann schon im Juli dann auch reviewen, dann sind wir da auch schon irgendwie relativ safe. Also
Vielleicht gibt es irgendwo Lücken, aber sie sind weitaus kleiner, als wir befürchtet hatten, als ich befürchtet hatte. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wenn ihr sowas wie E3 jetzt die Tage geguckt habt, dann viel Spaß gehabt zu haben. Denn wenn ihr das Liga Mittwoch hört, dann ist die E3 schon durch. Für uns jetzt, Jan und mich vor allem, die nächsten 2 Tage noch relativ aufwendig. Vor allem heute Nacht nochmal eine ganze Menge drin und dran. Und ja, wenn ihr auf Gaming ganz generell steht, dürft ihr sehr gerne auf meinen Let's Play-Kanal mal vorbeigucken. Im LP mache ich aktuell Hellblade Senua Sacrifice, ein Spiel, wo es um Depressionen und Schizophrenie und Stimme im Kopf und alle möglichen Psychosen geht. Sehr, sehr cool gemacht in einem Setting von nordischer und keltischer Mythologie. Und im Stream spiele ich aktuell Vampire, auch wirklich cool gemacht als Rollenspiel. Wenn euch irgendwas davon interessiert, sehr gerne reingucken. Ansonsten einfach immer die Augen offen halten, vor allem fürs WTR natürlich, was euch gefällt. Und da die beiden sich verabschiedet haben, kann ich ja meinen Standardsatz sogar heute bringen. Danke für euer Ohr, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Winke, winke.